wieder gerne, ne? Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie hat der es mir angetan. Ja, alle ein, zwei Jahre dasselbe Theater. Neue Wobbler-Typen entwickeln, neue Farben testen. Das hört bei uns Anglern ja irgendwie auch nie wirklich auf. Jetzt gibt es zwei neue Serien von mir. Den UV-Booster, den kennt ihr, von der Zanderangelei. Die Zanderwobbler, die eingeschlagen haben wie eine Bombe bei euch. Die haben wir nochmal neu aufgelegt. UV-Booster 2.0. In neuen Farben und einer etwas abgewandelten Form. Schöne, kleine, schlanke Wobbler, ganz gezielt für Barsch und Zander gedacht. Aber ihr könnt es euch ja denken, ich beschäftige mich natürlich erstmal wieder mit meinen Hechtwobblern. Und die heißen Hechtschrecke. Ein neuer Wobbler, ebenfalls eine neue Form. Wir haben quasi auf dem erfolgreichen Zanderköder aufgebaut, bei dem damals der Schwanz sich hinten verjüngte. Und dann haben wir ihn hinten so dünn gelassen und vorne noch ein bisschen aufgepustet. So müsst ihr euch das vorstellen. Dazu bekommt er eine Tauchschaufel, die so ein bisschen dreieckiger ist. Dadurch bekommt er eine schöne aggressive Aktion. Die Hechtschrecke sollte in den Poldern so einiges an Hechten überlisten. Und das möchte ich euch in diesem Filmchen zeigen. Sowohl vom Boot aus, ein bisschen schleppen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Da kann man am besten die Laufeigenschaften der neuen Modelle ausprobieren, damit ihr auch wirklich was Vernünftiges in der Hand habt und nicht irgendeinen Schrott. Und ich sag's nochmal, alle meine Wobbler stammen aus der Eurozone und sind nicht aus Fernost billig zusammengeklappt, sondern die sind wirklich von einer Firma, die sich seit Jahrzehnten auf den Wobblerbau versteht. Denen vertraue ich und mit denen mache ich meine neuen Farben. Und so richtig geil finde ich ja, ich soll das eigentlich nicht sagen, weil dann läuft immer eine Farbe besser als die anderen, finde ich ja ihn hier, ne? Den Pinky. Pink läuft an manchen Tagen richtig, richtig gut, besonders mit den Streifen. Und was die Wobbler alle so noch für Neuerungen und Vorteile haben, das zeige ich euch in diesem Film. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir jetzt durch die Massenproduktion uns sogar leisten können, an die günstigeren Wobbler, denn das sind die günstigeren im Vergleich mit unserer Zanderscheuche, die ja ein sehr hochwertiges Modell war und die auch entsprechend teure Haken hatte. Und die Haken der Zanderscheuche, die haben wir jetzt tatsächlich hier dran bauen können, ohne dass der Preis explodierte, einfach dadurch, dass wir mehr produzieren. Also, in diesem Sinne, neue Haken, neue Wobbler und ich erzähle euch heute, was daran so die Besonderheiten sind. Bevor ich anfange zu angeln, erzähle ich euch vielleicht eine Neuerung zum UV-Booster 2.0. Oh, die Farbe finde ich auch geil, ne? Motor-Oil oben mit Chartreuse drauf, heißt also Motor-Oil Hot. Die haben jetzt ein Schuppenmuster bekommen, gut sichtbar auf allen Wobblern und auch ganz leicht zu fühlen, ja? Und sie haben ein Auge, was extrem auf Schwarzlicht reagiert, also UV-aktiv ist. Bei so schlanken, kleinen Wobblern ist immer das Problem, dass sie dann im Wind, so wie heute, sehr schnell flattern. Die Zanderscheuche war extrem hochwertig und warf sich durch ein bestimmtes Kugelsystem sehr sicher. Das ist bei diesen kleinen, leichten Wobblern nicht möglich, zudem wir auch unbedingt preislich hierbei in einem normalen Wobblerbereich bleiben wollten. Ihr wisst ja, ich bediene die Allrounder. Und darum haben wir was anderes gemacht. Wir haben einfach das Gewicht um etwa 25% erhöht. Dadurch fliegen auch diese kleinen Wobbler deutlich stabiler im Wind und überschlagen sie nicht so leicht. Einige der Wobbler sind übrigens halbdurchsichtig, zum Beispiel der Barsch. Und da könnt ihr auch schön das Kugelsystem sehen, was in der Hechtschrecke vorhanden ist. Drei Kugeln gleiten nach hinten, dann wirft er sich sehr stabil. Und wenn man anfängt einzuholen, gleiten zwei vorne in ein Röhrchen und einer fängt an zu rasseln. Ja, seht ihr? Drei Kugeln im Wurf, hinten und dann, wenn man einholt, zack, dann landen die vorne und rasseln munter. Das ist, damit der Wobbler stabiler fliegt. Na gut, dann legen wir mal los. Und wie üblich, wie schon angekündigt, kontrolliere ich erstmal den sauberen, geraden Lauf, die richtige Lauftiefe. Eigentlich jetzt Quatsch, weil die finale Version hängt hier schon dran. Das ist also jetzt kein Prototyp mehr, sondern das, was ihr auch im Laden hängen habt, samt Haken und allen drum und dran. Aber keine Angst, wir werden nicht allzu viel schleppen können, weil ich viel zu früh im Jahr bin. Das heißt, alle 20 Meter kann ich hier meine Wobbler rausholen, weil ich Kraut dran habe. Ich habe jetzt einen Weißfisch dran laufen und den Motor-Oil.
Ich bin mir noch nicht sicher, was läuft. Ich hatte auch gerade schon das Hechtimitat probiert, aber das war in der Phase in der Innenstadt, da war so dermaßen viel Kraut. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen krautfreie Zonen. Wir haben hier 2,50 Meter Tiefe. Da kommt der Wobbler also auf überhaupt keinen Fall in Bodenkontakt. Die gehen so bis 1,50, geschleppt vielleicht mal bis 1,80 tief, ja, die großen Modelle. Aber in der Regel sind die für die Poldergräben gedacht, ne? So um einen Meter. Da kann man also jeden flachen Poldergraben wunderbar mit fischen, so wie ihr das von mir kennt, ne? Nur ist das hier so bei 2,50 Tiefe. Wenn hier so eine Wasserpflanze am Boden wächst, ne, dann nützt mir die 2,50 Tiefe nichts. Dann ist die irgendwo in 1,20 Meter schon die Wasserpest. Und dann sammelt man die natürlich ein, ne, gerade beim Schleppen. Aber wir schauen mal, wir werden da hinten so ein paar Bäume mal ansteuern, unter die Bäume werfen. Da gibt es auch so ein paar Flachbuchten, die so durch Wohngebiete führen. Da kannst du fast nicht reinfahren, da hast du so ein Büschel Kraut an der Schraube. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wie gesagt, vielleicht wird's gar nichts, weil es einfach noch zu früh ist. Aber ich erzähle euch auf jeden Fall schon mal ein paar Takte, wie ich mit diesen Wobblern vorgehe und welche Farben ich mir gerne aussuche jetzt für diese Verhältnisse hier. Denn wir haben erstaunlich klares Wasser. Da ist selbst das Hechtimitat, weil es so ein bisschen glitzert, unter Umständen schon zu hell. Jetzt nicht, weil die Sonne weg ist. Aber ich nehme trotzdem mal den Weißfisch und den Motoroil. Rotauge-Imitat ist immer gut, ne? Immer schön die Rutenspitze im Auge behalten. Wenn man so eine Hand hat, spürt man es gut, ne? Wenn man am Schleppen ist, dann muss man da mal einen Blick drauf werfen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier jetzt ein Biss kommt. Warum? Ah, hier ist ein Eilauf. Eigentlich müsste genau vom Eilauf der Biss kommen, wenn es nach mir geht. Weil da denken die Fische da oft anders drüber. Stehe ich gar nicht. Jetzt sind die Wobbler schon fast dran vorbei. Bin wieder betrogen worden von den Fischen. Und hier ein überzeugendes Beispiel dafür, wie hoch der Wahrheitsgehalt der Worte meiner Frau ist. Aber hier die Ecke ist doch am besten, oder? Ja, ist sie das wirklich? Aber hier die Ecke ist mit am besten, oder? Dieses Ganze hier? Weiß ich nicht. Einiges draußen, glaube ich, am besten. Ich bin so verkrauscht, dass wir wissen, dann machen. Also keine ja. Chance. Ups. Fisch. Wenn meine Frau so einen raushaut, sollte ich wohl offensichtlich meine Rutenspitzen besser im Auge behalten, denn Moni hatte völlig recht. Diese breite Stelle war verheißungsvoll und ein Hecht hat sich nicht von der Hechtschrecke verschrecken lassen, sondern hatte sie voll genommen. Der Lump weiß ganz genau, dass er an den Motor muss. Schweinepriester. Jawohl. Der hat sich für den Weißfisch entschieden. Den mögen sie immer wieder gerne, ne? Ein Klassiker, der immer und überall fängt. Cool. Schöner Hecht. Freu mich. Geil. Gut. Dann steuere ich mal rüber. Da drüben ist so eine schöne Baumreihe, die überhaupt nicht beangelt wird. Das kann ich deswegen so genau sagen, weil das ganze Ufer hier voll Schilf ist und sind keine freien Lücken da. Ups. Ist wahrscheinlich wieder ein Fischchen. Jawohl. Da hängt einer. Hab's erst für ein bisschen Kraut gehalten. Aber es ist ein kleiner Schniepelhecht. Sollen wir ihn mal versuchen, so losschlagen zu lassen? Ich lass mal locker, wie immer. Mit Gummi klappt das gut. Mit Wobbler ist das sehr viel schwieriger, das locker lassen. Seht ihr, ich kann ruhig die Schnur locker lassen. Die Drillinge, die halten so bombenfest an, ne?
Na, da wird nichts. Meine Frau hält mir jetzt zwar ganz nett den Kescher hin, aber ich glaube, ich lasse das mal mit dem Kescher. Nehmen den mal so an Bord. Sonst haben wir die Drillinge gleich wieder drin. So, dann ist er befreit von den lästigen Haken. Und wieder das rote Auge. Ja, süß. Ich mag auch die Kleinen. Hier hört ihr nochmal schön die Kugeln, ne? Beim Hechter darf es ein bisschen groberes Gerassel sein. Bop, 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 bop. Beim Zander muss es ein bisschen dezenter sein. Das ist dann bei den schlanken Modellen der Fall. Bei dem UV Booster 2.0. Der ist halt eher für Zander, ne? Und da habt ihr nur ein ganz dezentes Rassel mit sehr kleinen Kügelchen. Das ist der Zweck beim Zanderangeln. Zander lassen sich gleich mal aus dem Konzept bringen mit etwas zu starken Rasselkugeln. Also ihr hört es nochmal sehr schön hier, wie groß die Kugeln sind. Ihr habt es ja auch schon gesehen in der Durchsicht. Ne? Warum haben wir jetzt vorne das Ganze aufgepustet? Auch in der Breite so ein bisschen vorne. Ja, das haben wir deswegen gemacht, weil Hechte einfach Volumen mögen. Ja, die mögen Volumen, die spüren das mit ihrer Seitenlinie. Geht da so ein kleines schlankes Ding durch Wasser oder etwas bulligeres, ja? Und der ist halt schon ein bisschen breiter in den Schultern und am Bauch kann man es auch schön sehen. Und vorne haben wir ihn halt richtig so ein bisschen aufgeblasen. Und hinten, da verjüngt er sich dann ziemlich deutlich. Und das hat zur Folge, dass er ziemlich krass ausschlägt, nicht? Das ist so das typische Hechtmuster, wie ich es liebe. Und man kann diesen Köder natürlich auch wunderbar twitchen in den Poldern. Da kommen wir noch zu. Das hier ist ja nur ein erster Versuch. Und die hier, die empfehle ich mit Barsch- oder Zanderruten zu fischen, damit man noch ordentlich spürt, ob die sauber laufen. Die haben ein ganz, ganz wunderbares Laufverhalten. Also ich bin davon hellauf begeistert. Das ist genau das, was Zander anspricht. Es ist nicht ganz so aggressiv, aber trotzdem ist er wirklich sehr lebendig. Ich möchte mal lebendig von aggressiv unterscheiden. Ja, das sieht richtig genial aus. In den Unterwasseraufnahmen haben wir das ja auch schon gezeigt, wie fantastisch diese Köder laufen. Und die gibt es in zwei Größen, ja, in 7 cm und 19. Ach, scheiße, leg mich jetzt nicht auf die Maße fest. Ich kann mir die mal nicht merken. Ich, alter Mann, ich blende euch hier wie immer ein, wie die erhältlich sind. Dann kann man sowohl auf Barsch als auch auf Zander damit wunderbar angeln. Und ich glaube, auf der Rücktour gleich, wenn wir unsere Schlepptour hier beenden, dann werde ich auch mal einen von diesen Kleinen hier schleppen. Mal gucken, ob da vielleicht ein Barsch oder ein Zander mit überlisten können. Obwohl ich nicht glaube, dass die Zander heute so hoch stehen. Dafür ist nicht dunkel genug. Gucken wir mal. Schniepelalarm. Da war wieder nichts zu sehen. Siehst du wohl. Wo kommen die denn her, sag mal? Habe ich gesagt, dass du meinen Barsch fressen sollst? Den glaube ich nicht. Und deswegen muss ich anhalten. Wieder ein Schniepel. Denn los hier. Okay, alte Taktik. Aber wie gesagt, bei Wobblern funktioniert das nicht so gut wie mit Gummi. Das locker lassen und dann schlägt er sich im Wasser los, ne? Wenn ihr das macht, was ich jetzt mache, dann bitte immer nur, wenn der Fisch wirklich sich nicht mehr bewegt. Und dann fasse ich den auch am Rücken an, den Wobbler. Hier gibt es Unmengen an Barsche. Moni hat gerade schon mit Dropshot so einige dran gehabt. Und auch diese kleinen Barsche, da scheinen die sich zu spezialisieren, nicht? Und vielleicht sehen sie die Großen sogar als Konkurrenz an. Und dann knallen sie auf meinen Barschwobbler, ne? Jo, in Deutschland hätte ich jetzt gesagt, die haben sie kräftig besetzt. Aber hier in Holland
Da machen sie das eigentlich nicht. Da wird nicht so viel besetzt. Lobe ihn nicht. Und bevor ihr gleich anfangt, in den Kommentaren Fisch nach den Routen zu fragen, wollte ich gerade sagen. Die scheiß Färben hier noch wieder. Oh Mann, ey, heute ist wirklich Schniepelalarm. Denn los heute. Aber die sind gallig. Diesmal nicht auf den Barsch, sondern auf das Rotauge. Weißfisch. Jo, das ist ein Stück. Also die haben Humor heute, ne? Keine Ahnung, was das soll. Naja, lass ihn schwimmen. Kleiner Satz. Jetzt habe ich vergessen, was ich euch gerade sagen wollte. Na, ich komme schon wieder drauf. Fangen wir erstmal wieder an. irgendwas mit Fischen. Gut, fangen wir erstmal wieder an zu schleppen dann. Aber der kleine Schniepelhecht, der hat den Kleinen da drüben am Ufer so richtig motiviert. Er warf sofort wie ein Henker dahin, wo ich den gehakt hatte. Bauer, dann wird mal ein Angler. Ich meine, er ist ein richtiger Angler. Ja, also was ich sagen wollte, bevor ihr anfangt, in den Kommentaren nach den Routen zu fragen, dafür mache ich einen extra Film. Ja, wir haben die Peitschen-Serie, der MK-Peitschen, die ich als allererstes gemacht habe mit Balzer. Die haben wir nochmal aufgelegt mit einem, upsi, hier wird es mir zu flach, mit einem geilen IM-12-Blank. Das ist zum Beispiel diese Wurfpeitsche hier. Eine sehr hochwertige Baitcaster. Und wir haben eine Baitcast-Kombo gemacht. Super günstig für Einsteiger. Rute, Rolle, Schnur in einem. Das ist diese hier, wo ich gerade wieder Kraut dran habe. Die ist zwar für Einsteiger gedacht, aber ich fische die auch immer noch leidenschaftlich gerne, weil das eine richtig, richtig schöne Rute ist. Aber wie gesagt, dazu mehr im Routenfilm. Baitcast bietet sich an für große Köder, für sperrige Wobbler, die so ein bisschen flattern, damit nicht immer die Drillinge sie mit der Schnur verfangen. Die bieten sich an fürs Vertikalangeln und natürlich auch zum Schleppen. Ne? Aber wie gesagt, dazu mehr im Routenfilm. Jetzt möchte ich bitte, bitte einen besseren Hecht auf Wobbler. So 1,10 Meter würde mir ja reichen. Bin ja ganz bescheiden heute. Nee, dummes Gequatsche, ne? 85er Hecht freut mich wirklich. Der 80er war doch auch ganz schön. Aber jetzt kommen wir gleich wieder in den Krautbereich. Ich glaube, da schleppe ich gar nicht, da fahre ich so durch. Hängt schon wieder alles fest hier. Jeder Angeltag ist anders und jeden Tag muss man wieder rausfinden, welcher Köder und welche Farbe am besten läuft. Was ich an diesem Tag interessant fand, ist, wir waren natürlich auch hin und wieder mal am Vertikalangeln. Wenn man schon mit dem Boot unterwegs ist, dann ist es oftmals sehr effektiv, das unter Brücken zu tun. Da bekam ich nicht einen einzigen Biss. Heute nur auf geschleppte Wobbler. Merkwürdig. Aber wie schon gesagt, jeder Angeltag ist anders. Vielleicht denkt ihr jetzt, der Quatsch mit den transparenten Ködern, zwei Stück davon sind transparent, darum heißen die auch Clear, Clear Roach und Clear Perch, also klares Rotauge und klarer Barsch, das heißt halbdurchsichtig, ein bisschen transparent. Ja? Vielleicht denkt ihr jetzt, ah komm, das ist doch noch wieder so ein blöder Marketing-Trick, Hauptsache ihr habt wieder irgendeinen Grund, uns den Mist zu verkaufen. Nein, wir haben uns dabei schon was gedacht und ich erkläre mal kurz, was. Fische haben die Eigenschaft, sich von ihrer Farbe her an ihre Umgebung anzupassen. Man sieht das besonders schön hier bei diesem Hecht, den Moni für den Rutenfilm übrigens gefangen hat. Ein richtig schöner Fisch. Der ist richtig hell. Den haben wir in extrem trüben und lehmigen Wasser gefangen.
Die Fische passen sich also ihrer Umgebung an. Nicht nur von ihrer Körpertemperatur als wechselwarme Tiere, sondern auch von ihrer Farbe her. Jetzt die Frage, wie viele Farben soll ich euch jetzt verkaufen? 20? 30? 50? Ich meine, wie viele verschiedene Wasserfarben gibt es, an die die Fische sich anpassen? Dann mache ich also ein Rotauge in hell, in dunkel, für dunkles Wasser. Dann haben wir noch grünliches Wasser, was es klar und trüb geben kann. Dann gibt es klares und trübes Wasser in braun, klares und trübes und mitteltrübes Wasser in lehmig. Alles verschiedene Farben. Und dafür kann man sich keine Köder kaufen. Wir haben ja meistens sowieso schon viel zu viele Köder in der Box, seien wir ehrlich, nicht? Aber die Halbtransparenten, die geben dem Köder die Möglichkeit, durch das Durchscheinen, dass die Gewässerfarbe durch den Köder scheint und so verschmilzt er mehr mit seiner Umgebung. Ja? Und das ist der Trick dabei bei den Halbtransparenten. Und darum sind wir mal hochgradig gespannt auf eure Meinung, ob ihr damit auch so gut fangt, wie ich damit gefangen habe. Das Ganze betrifft nur die natürlichen Muster. Denn mit einem grellen Muster wollen wir ja nicht mit der Umgebung verschmelzen, sondern wir wollen, dass das Ding sich krass abhebt. Hier setzen wir auf eine andere Taktik, auf den Schlüsselreiz der Aggression. Dann hauen die Hechte drauf, einfach weil sie nicht wissen, was das ist, und es geht ihnen einfach auf den Sack. Darum ist zum Beispiel der Fire Shark so ein ewiger Dauerbrenner, nicht, der auch hier natürlich wieder auftaucht, ja. Der fängt eigentlich immer und überall Frauen, die ja den Köder meistens nicht aussuchen nach dem Motto, trübes Wasser, dunkles Wetter, greller Köder oder helles Wetter, klares Wasser, natürlicher Köder. Nö, die sagen, oh, den finde ich schön und den nehme ich mal. Und meine Moni, die gibt sich auch immer wieder recht und zeigt damit, in klarem Wasser kann man auch mal schocken und auch damit fangen. Wer aber den natürlichen Muster will und dass sie mit der Umgebung wirklich verschmelzen, der sollte wirklich mal Clear Roach oder Clear Perch probieren. Ganz heißer Geheimtipp von mir. Begeben wir uns also jetzt dahin, wo 90% von euch auch fischen werden, ans Ufer. Und wir beginnen mal, wie immer, klassisch an einem kleinen Poldergraben. Und als erstes nimmt meine Frau ihre Baitcaster in die Hand, um zu gucken, ob sie mit dem schlanken Zanderköder, dem UV Booster 2.0, einen Hecht überlisten kann. Denn Zander sind hier weniger zu erwarten. Jo. Hat ihn erst liegen gelassen noch, ne? Na, auch ab. Hier, deswegen. War nicht komplett. Okay. Ich habe ihn hier so durchgezogen und dann kurz dran gelassen. Okay. Und dann kam der von unten. Hm. Hoch. Ja, Fische kommen selten von oben. Also. Na gut, einen schnellen Fisch gehakt, das lässt doch schon mal hoffen. Aber der Wind war uns an diesem Polder, der mitten in einem Wohngebiet liegt, doch ein wenig zu dünn. Und an windstillen Tagen suchen wir immer etwas größere Bereiche auf. Meistens ist da zumindest die Wasseroberfläche noch ein wenig gekräuselt. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, dass der Wind auf der Wasseroberfläche deshalb so gut ist, weil so viele Reflexionen entstehen unter Wasser. So erkennen die Fische nicht ganz so leicht, dass wir ihnen ein X für ein U vormachen wollen und dass wir sie nur betrügen mit einem Happen, der in Wirklichkeit gar nicht essbar ist. Ja. Ja. So, Moni hat das Recht, den Zanderwobbler einzuweihen mit einem Zander. Jo. Ja, halt dir mal irgendwie so, dass er wie ein Zander aussieht. Heute heißt du Zander, Herr Hecht. Gut, tschüss, Herr Hecht. Die Zander kommen schon noch. Jeder Angeltag ist anders und jede Köderfarbe ist anders, ne? Wir werden jetzt erstmal ans Ufer gehen und Moni hat ja gerade schon die Zanderwobbler eingeweiht, die UV Booster 2.0. Und wir hatten überall trübes Wasser und Zander mögen es ja eher grell. Die fühlen sich auch wohler im trüberen Wasser. Darum diese ganzen grellen Farben hier. Aber wir haben ja auch den geheimnisvollen hier. Den Dark Vader, oh, den finde ich ja irgendwie geil.
Nun haben wir hier plötzlich relativ klares Wasser. Jeder Angeltag ist anders und jeder Köder ist anders. Also werfen wir hier jetzt einfach mal ein bisschen. Und das Schöne bei diesen Zanderbobblern ist, sie laufen so sauflach hier, dass man sie richtig gut über der Steinpackung führen kann. Ja? Und natürlich auch in extrem verkrauteten Poldergräben ist es auch auf Hecht eine Bank, ne? Weil die so schön flach laufen. Das ist das Gute. Dicht über dem Kraut lang, ne? Oder auf Zander im Dunkeln über der Steinpackung. Das ist so das Einsatzgebiet dieser schönen schlanken Köder, die auch einen richtig aggressiven Köderlauf haben. Wahnsinn! Ist der da drauf geballert? Hab ich mich erschrocken. Kam da voll aus dem Schilf rausgeknallt. Ja. Oh, und ich dachte, irgendwann ist man so alt, dass man sich nicht mehr erschreckt. Ne? Der kam da rausgepfeffert. Unglaublich. Oh. Heute alle haben was, ne? Einige. Ja. Ich sehe schon die Schlagzeile in der Fisch und Fang. Matze Koch verstorben durch Herzschlag am Wasser. Der Hecht nahm ihm das Leben, das hätte ich dann auch verdient, ne? Gibt's ja nicht. Die Ukelei. Einfach ein Weißfischimitat im Grunde genommen, ne? Oh, mir geht die Pumpe immer noch. Ich bin zu alt für dieses Hobby und für diesen Beruf. Man muss sich eben immer auf die Situation einstellen. Wie ich sagte, jeder Angeltag ist anders. Moni hatte ihn hier dran, nicht? Den schönen Zander. Und mit dem schönen, zartrös gelbfarbenen Rücken. Und hat damit auch einen Fisch gefangen in trübem Wasser. Und dann habe ich den hier durchgezogen, habe gemerkt, nö, der fällt raus. Dann nehmen wir mal lieber schön die Ukelei. Denn der macht sich in klarem Wasser oder in etwas klarerem Wasser wie hier, wie man sieht, deutlich besser. Nur für meine Pumpe ist es ausgesprochen schlecht. Noch ein kleines Wort zu den kleinen Modellen der UV Booster 2.0. In 9 cm wirklich recht zierlich. Schlank und perfekt für Zander über der Steinpackung, aber auch für Barsch mit Sicherheit eine Waffe. Ich kriege dann oftmals so Anfragen wie, Matze, der läuft scheiße. Und dann guckst du dir genau an, wie die Leute fischen. Ich habe das auf Seminaren erlebt. Ja? Und dann hängen die so zierliche kleine Köder in die Karabiner ihrer Hechtmontagen mit einem 12-Kilo-Vorfach und einem dicken Duolock-Karabiner. Dann wird diesen Ködern natürlich die Aktion genommen. Und nicht nur das. Diese Köder, wie gesagt, wir haben das Gewicht um 25% erhöht, damit man auch diese ganz ultraleichten Köder etwas rauskriegt auf Weite. Dafür sollte man dünnere Schnüre nutzen, feinere Ruten. Ich empfehle die Barschpeitsche oder auch die Zanderpeitsche sind noch in Ordnung. Ja, ganz feines Gerät, man muss das anpassen. Und der feinere Karabiner und ein dünneres Stahlvorfach, die geben erst die richtige Aktion. Und um die Aktion zu testen, habe ich auch oft Fehler gesehen. Macht nicht den Fehler, die Schnur in Rutenlänge raushängen zu lassen und dann einmal so vom Steg lang zu führen. Dann hat der Wobbler nicht ansatzweise die extreme Aktion, wie wenn ihr 5-6 Meter auswerft und dann mal einen langen Arm zieht. Dann seht ihr schon, dass er sich viel krasser bewegt durch die längere Schnur, die draußen ist. Dann hat er mehr Spielraum. Sonst wird die ja schon von der Rutenspitze gebremst. Ja? Und dann kommt nicht so viel. Und darum ist es auch so wichtig, dass man eben die Karabiner an die feinen Modelle anpasst, damit die vernünftig noch laufen und eine vernünftige Aktion haben. Und noch was, wenn man einen zu schweren Karabiner wählt, dann sinken diese Wobbler sogar langsam. Und zwar deshalb, weil die halt ganz fein austariert und durch das erhöhte Gewicht eben wirklich sich nur gerade so an der Oberfläche halten. Natürlich kann man sich das auch zunutze machen, wenn man möchte. Man nimmt bewusst einen etwas schwereren Karabiner, dann wird der ganz langsam sinken oder vielleicht sogar zum Suspender, der kleine UV Booster 2.0.
Während ich schon wieder am nächsten Film am Arbeiten bin und hier meine Deadbait-Routen drin habe, um euch auch mein neues Routenprogramm noch vorzustellen, hoffe ich erstmal, dass ich mit meinen neuen Wobblerfarben und Modellen euren Geschmack getroffen habe. Sowohl für die, die gerne auf Barsch und Zander oder ganz Allround-mäßig unterwegs sind. Hier die wunderschönen UV Booster 2.0. Da haben wir einige Farben genauso gemacht wie bei den Hechtwobblern, zum Beispiel den hier, den Pink Perch. An den glaube ich ja. Ich konnte natürlich in diesem Film jetzt nicht mit jedem Köder Fische fangen. Das wird ein bisschen zu weit führen. Ja? Oder schwarz mit diesen grellgrünen Streifen. Den glaube ich auch. Der bietet eine richtig geile Silhouette nicht. Der Zander hier oben, die Chartreuse-farbene. Natürlich ist auch der Fire Shark dabei. Hier wie bei der Hechtschrecke hier zu sehen. Also ich hoffe, ihr habt da auf jeden Fall den einen oder anderen Wobbler dabei, mit dem ich euch noch begeistern kann und der eure Köderbox bereichert. Und was natürlich auch bei beiden Serien nicht fehlen darf, der Albino, logisch, nicht? Ein Barschimitat, damit habe ich schon gefangen und natürlich auch ein Hechtimitat. Also ihr seht, ich habe wirklich nichts ausgelassen. Viele neue Farben, zwei neue Wobblertypen. Ich wünsche euch viel Glück damit. Und vielen Dank an all diejenigen, die mir immer so viel Rückmeldung geben für meine Wobbler. Besonders stolz bin ich auf die, die schon lange drin sind, wie die Hechtschlange, ja, mit dem Streamer hinten dran oder der Flachklopper, der immer noch gut läuft, oder der Räuberhappen. Es gibt so einige, die so Dauerbrenner geworden sind, wo ich regelmäßig, bevor ich über Facebook oder per E-Mail Bilder kriege, herzlichen Dank dafür. Ich versuche immer, jede Zuschrift zu beantworten. Manchmal gelingt es mir nicht, da vergesse ich vielleicht mal eine. Aber ich bin jedenfalls froh, wenn ihr mir zeigt, dass meine Köder nicht nur bei mir, sondern auch bei euch funktionieren. Und natürlich geht es weiter. Ich drehe noch einen weiteren Film für euch, für Zander und Barsch und Hecht. Mir fällt schon noch was ein. Aber jetzt habt ihr erstmal die Möglichkeit, die Köder zu erwerben. Denn ab jetzt sind sie im Handel. Viel Spaß damit und viel Erfolg. Aber auf Deadbait könnt ihr ja jetzt auch mal was beißen, ne? Schließlich muss der Routenfilm ja auch anlaufen. Und hier für euch alle Farben im Überblick: Albino, Clear Perch, Clear Roach, Fire Shark, Motor Oil, Natural Pike, Pink Tiger, Toxic. Und hier die Farben vom UV Booster 2.0: Albino, Black Albino, Dark Vader, Fire Shark, Green Tomato, Motor Oil Hot, Lime Chartreuse, Pink Tiger, Ukelei und UV Zander. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Erfolg am Wasser.